Hallo Elektronikfreunde, ich habe mir vor sehr langer Zeit mal hier diesen Roboterbausatz gekauft, den Azuro, und bin aber nie dazu gekommen, den irgendwie zusammenzubauen. Und zwar ist der hier von 2013. Da ist das Datum zu sehen. Und jetzt dachte ich, ich packe den jetzt einfach mal aus hier und werde mal zeigen, wie man das Ding zusammenlötet. Ja, das Modell ist relativ alt. Den gibt es zwar noch, ich glaube so um die 50 € kostet der. Man sieht hier ganz schön, was da eigentlich so alles drauf ist. Ist also für Leute, die mal ein bisschen löten wollen, sehr, sehr gut. Da sind also sehr viele Bauteile drauf. Die Motoren hier, der Akku-Pack da hinten, ein Getriebe hier noch dazwischen. Ist alles hier drin in der Packung. Und sodass man da zum einen, wenn man den zusammenbaut, auch ganz gut eine Lötübung praktisch hat. Und später dann natürlich, wenn man den programmiert, auch ein bisschen da in Richtung Programmierung gehen kann. Und ja, und jetzt will ich ihn einfach mal zusammenlöten und zeigen, wie ich das hier so mache. Dazu muss ich natürlich das ganze Zeug hier aus der Kiste holen. Man sieht, hier ist auch so ein Transceiver drin zum Flashen des Controllers. Es müsste eigentlich alles noch komplett sein. Also ich habe das Ding, glaube ich, einmal nur aufgemacht. Und Plastiktüte, Karton können erstmal weg. Hier ist jetzt die Leiterplatte drin. So sieht die aus. Ich sehe gerade, die ist vergoldet. Das finde ich persönlich immer nicht so gut. Denn vergoldete Pads sind eigentlich immer nur für Steckkontakte sehr gut zum Löten. Ja, es lötet sich natürlich auch sehr gut, aber normalerweise sollte man die verzinnen. Aber gut, das spielt eigentlich jetzt erstmal keine Rolle. Also vergoldete Leiterplatte hier. USB-Kabel. Dann haben wir hier diesen Stick. Da kann man dann über den PC den Controller flashen. Also ohne Kabel, das ist eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier noch ein paar Zubehörteile. Den Tischtennisball, Kabelbinder, den braucht man nachher, um den. Also der Tischtennisball wird angeklebt. Man hat es vielleicht gesehen hier auf dem Bild. Ne, hier auf dem Bild sieht man es nicht. Also der Tischtennisball, ich drehe es mal hier so, ist hier drunter. Da ist der Tischtennisball, also eine Hälfte davon ist auch dabei. Und dann sind hier die Teile: einmal die Räder, der Batteriehalter, die Motoren, der Controller. Zahnräder, Zubehör, also normale elektronische Bauteile hier, LEDs hier nochmal für die Räder, die Achsen. Und was ist noch dabei? Die CD. Und hier noch irgendwas mit Änderungen im Azuro, irgendein Text. Weiß ich jetzt nicht, was, da hat sich irgendwas geändert. Es gab wohl mal eine Vorgängerversion, da war zumindest dieser USB-NVO-Transceiver nicht mit bei. Und aber gut. Ja, auf der CD ist, so wie ich das gesehen habe, natürlich das Manual drauf, wie das alles zusammengelötet wird. Ich habe mir die CD auf den Rechner hier gezogen und werde immer parallel gucken und dann die Sachen anlöten und so nach der Bauanleitung einfach mal gehen. Das erste, was jetzt laut Manual angelötet werden soll, sind die Achsen für die Motoren. Das ist schon mal relativ schwierig für Anfänger, und zwar geht es dabei um diese Stellen hier, wo so eine Fräsung drin ist in der Leiterplatte hier und auch dort. Man sieht hier auch eine Kupferfläche, also beziehungsweise die Fläche, die vergoldet ist. Und auf der Rückseite sieht man diese hier. Das heißt, an diesen Stellen werden jetzt die Achsen angelötet, einmal von oben und einmal von unten. Ich nehme die Achsen hier mal raus. Die sind hier unten drin. Hier. So eine Messingachsen, wie man hier sieht. Und die haben unterschiedliche Längen. Und also die kürzeren Achsen liegen auf der Oberseite. Das heißt, hier ist ja die Oberseite jetzt zu sehen. Hier kommt die kürzere Achse rein. Dort kommt die längere Achse nachher dann von der Unterseite rein. Beziehungsweise wird dort angelötet. Und das ist natürlich für jemanden, der noch nie gelötet hat, relativ schwierig, weil das eben eine sehr große Lötstelle ist. Man muss dort sehr lange heizen, sage ich mal,
damit das Lot da gut fließt und damit es wirklich eine gute Lötstelle wird. Und zum anderen muss es auch natürlich gerade angelötet werden, die Achsen, damit nachher das Getriebe dort vernünftig läuft. Ich werde jetzt mal die Achsen hier rausnehmen und dann zeigen, wie ich das hier anlöte. Hier sieht man nun, dass ich die beiden Achsen hier mal reingelegt habe. Also hier passen sie rein, gehen bis zum Anschlag und so sollen sie nachher auch drin liegen auf jeder Seite. Bevor ich jetzt da mit dem Löten beginne, werde ich beide Achsen mal ein bisschen abschmirgeln, weil die sind ja etwas stumpf. Also die sind nicht so schön sauber, wie ich es mir vorstelle. Dazu nehme ich ein bisschen Schmirgelpapier. Ich habe jetzt hier 400er oder so. Biege das einmal hier so um. Und dann drehe ich eigentlich hier nur so ein bisschen hin und her. Ja, man sieht dann schon, dass es da eventuell ein bisschen ein paar kleinere Schleifspuren jetzt gibt. Wird auf jeden Fall ein bisschen sauberer werden dann die Achse. Und ja, ein bisschen muss ich noch nacharbeiten sozusagen. Aber so kann man das dann sauber kriegen, dass nachher, wenn man das lötet, ist auch wirklich gut zu löten. Ich werde jetzt also beide Achsen erstmal nochmal ganz vorsichtig ein bisschen beschleifen. Und danach werde ich sie dann auch wirklich anlöten. Ich habe jetzt hier die Achse reingelegt, abgeschmirgelt vorher und jetzt nehme ich hier einen Lötkolben und werde hier mit viel Lot und auch viel Wärme erstmal hier verzinnen. Das heißt, ich gehe mit dem Lötkolben ran und man sieht, das Lot fließt hier schon ganz gut auf der Achse. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, dass sie sich hier nicht so verschiebt. Im Moment sieht es noch sehr unschön aus, aber ich hoffe, dass ich das nochmal hinkriege besser am Ende. Also sie ist schon dran, die Achse. Zwischendurch mal den Lötkolben wegnehmen. Jetzt fließt es hier auch auf allen Seiten. Noch ist sie lose. So, und wenn ich jetzt hier nochmal rangehe, dann müsste sie eigentlich soweit erstmal dort vernünftig drin liegen. Jetzt muss man natürlich abkühlen lassen im Moment. Und dann zeige ich nochmal von nahem, wie es sozusagen aussieht. Man sieht jetzt hier die Achse, wie ich sie angelötet habe. Es ist noch nicht hundertprozentig ganz klar. Sie hält aber, also sie ist gut drin, liegt bis zum Anschlag drin. Und man sieht, auf der Seite muss ich auf jeden Fall nochmal nachlöten und auch hier am Ende. Und so funktioniert es aber ganz gut. Also wenn man die Achse mit dem Lötkolben gut erwärmt, dann fließt das Lot ganz gut und es hält dann auch hier sicher. Ja, jetzt werde ich noch mal ein bisschen nachlöten. So, also noch mal ein bisschen Lot hier rauf auf der Seite. Am Ende auch noch mal. So, jetzt sieht es eigentlich auch schon, wenn ich das hier so betrachte, besser aus. So sieht es jetzt aus nach einer kleinen Korrektur noch mal. Es scheint ganz gut gelaufen zu sein, vielleicht hier in der Mitte, da wo die Bohrung ist, vielleicht noch mal ein bisschen nachlöten. Ein bisschen auf der Seite, ja, es ist nicht ganz gut geflossen. Also ich werde noch ein bisschen korrigieren, aber ich denke, es hält soweit. Und so werde ich dann natürlich alle anderen Achsen auch anlöten. Man sieht jetzt hier die beiden kurzen Achsen. Bei der zweiten Achse ist mir das schon wesentlich besser gelungen. Man sieht es hier. Ich habe etwas weniger Lötzinn genommen, es ist besser geflossen, das Lot. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch daran lag, dass einfach die Achse ein bisschen sauber war. Hier ist ja die erste Achse. Dass jetzt hier oben noch Lot liegt, das ist nicht weiter schlimm im Prinzip. Wichtig ist ja die Lötstelle zur Platine hin. Also so sieht es jetzt aus. Und ja, es ist alles gerade und es hält. Und jetzt kommen die langen Achsen auf der Unterseite. Bei den langen Achsen ist es so, da gibt es ein kleines Problem, die liegen ja nicht richtig drin, weil ja die anderen Achsen hier schon drin sind, dadurch ist das Board hier etwas schief und deswegen werde ich hier mit einer Schraube einfach die Achse beim Löten hier ein bisschen festhalten und hoffe, dass die dann natürlich auch so liegen bleibt. Das heißt, ich werde jetzt hier mal halten und dann
Lot und gleichzeitig auch den Lötkolben dort hier ranhalten, damit sie zumindest sich nicht bewegen kann. Ich gehe auch hier mal hin und her mit dem Lötkolben. Jetzt hat sie sich schon bewegt, aber das kriegt trotzdem noch hin, denke ich. Hier auf der anderen Seite auch ein bisschen Lot. Also ich drücke mit der Schraube hier praktisch nur ein bisschen runter, dass sie da gut drin liegt. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen abkühlen lassen, um zu gucken nachher, ob die Lötstelle gut ist. Ich sehe, da ist noch zu viel Rest drüber. Aber das kriege ich auch ab. Aber ich denke mal, so hält sie erstmal. Also sie hält. Ist noch ziemlich heiß. Also das Abkühlen dauert relativ lange. Aber jetzt werde ich praktisch die andere Seite, also diese Seite hier nochmal verlöten. Auch mit der Schraube hier ein bisschen festhalten, dass sie nicht wegrollt oder schief wird. Ja, auch bei den langen Achsen ist es so, dass bei der zweiten Achse mir das noch besser gelungen ist als bei der ersten. Man sieht hier noch sehr viel Lot, das werde ich auch wegnehmen mit Entlötlitze. Bei der zweiten langen Achse sieht es eigentlich ganz gut aus. Das denke ich mal, das kann man so lassen. Jetzt kann man Folgendes machen, um zu testen, ob das einigermaßen gerade ist. Nehme ich hier mal die Zahnräder oder ja, zwei Zahnräder. Setze die hier so ein, so und so, und jetzt muss es leicht laufen. Das ist also der Test, dass es wirklich gerade drin ist, und dann kann man das eigentlich auch so lassen. Die andere Seite natürlich genauso. Hier einfach mal einsetzen und dann testen auf Leichtlauf, und damit sind die Achsen hier erstmal soweit verlötet. Man sieht, das Anlöten der Achsen ist wirklich nicht ganz einfach, und jemand, der sich das nicht zutraut, kann oder sollte natürlich eine zweite Person noch hinzuziehen, die dann zum Beispiel die Achsen hält, sei es nun jetzt mit einer Schraube oder mit irgendeinem anderen Gegenstand, vielleicht mit einer Zange. Und man sieht, ich habe jetzt hier die Achsen alle dran. Ich habe auch nochmal die Leiterplatte sauber gemacht, vom Restkolophonium mal ein bisschen befreit und hier auch nochmal. Also so sieht es eigentlich ganz gut aus. Sie halten, die Zahnräder laufen leicht, und jetzt kann es losgehen hier mit den Bauteilen. Die ersten Bauteile, die laut Anleitung bestückt werden sollen, sind die IC-Fassungen. Und ich werde hier mal reinzoomen. Moment, dort die beiden, also hier IC1, IC3. Und da liegen diese IC-Fassungen ja bei. Allerdings bin ich wirklich kein Freund von diesen IC-Fassungen mit diesen Federkontakten. Ich habe es schon öfters mal erlebt, dass diese Kontakte nicht sicher sind. Und seitdem ich da extreme Fehlersuche betrieben habe und dann festgestellt habe, dass irgend so ein Federkontakt nicht richtig kontaktiert hat, bin ich eigentlich umgestiegen auf die Sockel mit Präzisionskontakten. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das einzig Wahre. Das mag jeder halten, wie er will, aber ich mache das so. Ich habe da einfach schlechte Erfahrungen mit diesen anderen Sockeln gehabt, und deswegen nehme ich jetzt hier welche mit Präzisionskontakten. Beide setzt man ein, natürlich richtig rum mit der Nase hier, in dem Fall nach links. Und da ist auch der Bestückungsdruck drauf, man dreht es um und lötet es an. Das werde ich hier mal tun. Muss man ein bisschen festhalten eventuell. Beziehungsweise wenn es rausgeht, jetzt so, ne, wenn es jetzt einfach so ist, dann einfach nochmal probieren. Vielleicht erstmal mit der ersten hier ein bisschen festhalten, aufliegen lassen, und dann kann man loslegen. Wenn man so ein Bauteil hat mit vielen Pins, dann ist es empfehlenswert, immer erst mit einem Pin natürlich zu beginnen. Drücke hier auch mal die Leiterplatte ein bisschen runter mit dem Lötkolben. Und dann den diagonal entgegengesetzten Pin anzulöten, also diesen hier. Und wenn man das gemacht hat, dann nochmal, ich halte jetzt hier die Hand runter und werde nochmal ein bisschen drücken. Ich werde also hier mal ein bisschen heiß machen, die Lötstelle, ein bisschen drücken. Und zwar macht es den Sinn, dass also die IC-Fassung richtig aufliegt. Also sie muss nachher hier richtig aufliegen.
auf der Leiterplatte. Damit später, wenn das IC reinkommt, nicht der Sockel mit runtergedrückt wird und dann würde nämlich hier eventuell, also würden die Pads eventuell Schaden nehmen. So, wenn das gemacht ist, dann kann man den Rest anlöten. Ich mache jetzt erstmal das gleiche mit der 14-poligen Fassung, also mit der hier, diesen Sockel. Auch genau das gleiche, ich drehe ihn um, ich halte hier ein bisschen fest, dass er nicht rausfällt. Und werde also erstmal hier die eine Seite anlöten, ein bisschen runterdrücken. Jetzt mit beiden Händen, also beiden Fingern hier mal runterdrücken ein bisschen. Und hier auch. Dann nochmal runtergreifen. Ein bisschen, wie gesagt, drücken, nicht viel, während man hier lötet. Also während man hier nochmal die Lötstelle erhitzt. Manchmal knackt es, dann weiß man, der Sockel war nicht richtig drauf. Und auch hier ist es jetzt so, der Sockel liegt richtig drauf. Und jetzt kann ich die restlichen Pins anlöten. Einer nach dem anderen, also geht dann auch relativ schnell. Da braucht man jetzt auch nichts anzupassen oder so. Man lötet einfach eine Lötstelle nach der anderen an. Ein Pin nach dem anderen. So. Man braucht auch gar nicht viel Lot bei solchen Pads. Das Lot fließt nachher sowieso ein bisschen noch durch die Durchkontaktierung. Und selbst wenn nicht, also wenn es zu wenig ist, dann wird es durch die Durchkontaktierung kontaktiert auf der anderen Seite. Und dann hält das eigentlich auch gut. Einmal und jetzt hier noch die Seite mit dem 14-poligen IC. So und auch hier. Man muss also zusehen, dass der Lötkolben lange genug dran bleibt an der Lötstelle, damit das Lot wirklich fließt und erst wenn es geflossen ist, dann den Lötkolben abnehmen und so sieht es jetzt im Prinzip aus. Ja, damit ist es erstmal dran. Jetzt kommen die nächsten Bauteile. Laut Anleitung sind jetzt die Sensortasten dran, nämlich K1 bis K6, wenn ich hier mal umdrehe. Das sind dann also hier diese drei auf jeder Seite, K1 bis K6, das sind diese kleinen Taster hier. Huch, einer weggeflogen. Hier, das sind diese Taster. Und die kommen also hier einfach nur rein. Die sind leider jetzt nicht fest, also die müsste man auch irgendwie natürlich festhalten. Ich werde natürlich dann einen Taster nach dem anderen anlöten, also nicht alle reinsetzen und dann umdrehen, sondern einen nach dem anderen, vielleicht erstmal einen auf der Seite und dann den nächsten auf der Seite und dann kann ich vielleicht ja, die restlichen so reintun, weil sie eben lose drin liegen. Da steht doch extra, die sollen nachher gut, müssen möglichst gerade auf der Platine aufliegen. Also auch hier wieder nachher beim Löten darauf achten, dass man ein bisschen gegendrückt und dann nochmal dann anlötet. Ich habe jetzt auch leider keine dritte Hand oder so zur Verfügung, dass man das irgendwie einklemmen kann, jedes Board und so halten kann. Und ich werde einfach hier mal mit einem Taster beginnen, mit dem hier, den halte ich einfach so fest und lege erstmal das Board hier runter in der Hoffnung, dass er mir nicht wegfällt. Und jetzt werde ich nochmal kurz reinzoomen, solange es geht, noch ein Stück zurück wieder. So, und ich werde auch nur einen Pin von dem Taster anlöten. Vielleicht hier den großen, wo es ein bisschen einfacher ist zu löten. So, erstmal nur grob. Ja, es ist erstmal nur grob angelötet. Ich muss nochmal rauszoomen hier im Moment. So, ja, also er ist grob angelötet. Er ist auch noch nicht richtig dran. Der Taster, wie man sieht, der hängt noch in der Luft. Und jetzt halte ich hier wieder mit dem Finger gegen und werde jetzt hier mit dem Lötkolben nur erhitzen kurz. Und jetzt liegt da wirklich auf. Ja, der Taster liegt jetzt auf. Und jetzt kann ich im Prinzip die anderen Beinchen anlöten
Und auch immer wieder nochmal kontrollieren. Zwischendurch liegt er nach wie vor gut auf. Kann man durchaus machen. Und dann ist das eigentlich auch ganz, ganz gut. Also dann hält er auch gut. Bei den großen Stellen muss man ein bisschen mehr Lot drauf geben. Aber so liegt er jetzt auf. Beweglich ist er natürlich auch. Und so liegt er jetzt auf. Und jetzt kommen die anderen Taster dran. Nach dem gleichen Prinzip. So, die Taster sind aufgelötet, wie man sieht. Auch gerade. Dass sie gut aufliegen auf der Leiterplatte. Und jetzt geht es zu den nächsten Bauteilen. Und zwar wird da gesagt, der Quarzresonator, der soll angelötet werden. Das ist hier dieses Teil, was man hier in der Mitte sieht, dort mit den drei Anschlüssen. Bei dem Resonator spielt die Polarität keine Rolle. Allerdings ist es empfehlenswert, das immer so zu machen, dass man sieht, welche Frequenz, auf welcher Frequenz der schwingt. Also ich habe das jetzt so gemacht, dass es zur Fassung hier weg, also weggeht, das Label, also in dieser Richtung und auch hier das Gleiche. Ich halte es wieder ein bisschen fest. Man braucht es hier in dem Fall, weil die Pins ja ein bisschen nur abzuschneiden. Man sieht hier, die stehen über. Also ich schneide sie zunächst ab, ein Stück, und dann löte ich sie fest. Dazu halte ich einfach die Leiterplatte hier so quer sozusagen. Beziehungsweise jetzt drehe ich sie mal um, so. Und ein bisschen kürze ich, das ist mir zu lang. So in etwa. Na, ich hoffe, man sieht es dort, wo sich das bewegt. Das sind jetzt die Pins von dem Resonator. Auch nochmal hier festhalten und dann anlöten. Auch erst ein Beinchen und gucken, ob das Ding einigermaßen gerade ist. Ja, hier müssen ausrichten vielleicht, dass es schön aussieht. Nicht zu schief. Und dann die anderen beiden Beinchen. Und fertig ist es. So, als nächstes ist laut Anleitung sind die Dioden dran. Und zwar hier die D1 bis D8. Hier dort, das sind Freilaufdioden für eine H-Brücke. Und da gibt es jetzt natürlich die zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt hier so eine Biegehilfe und biegt die entsprechend dann ab, je nachdem, ob das hier passt. Und ich muss sagen, es passt ja ganz knapp. Also die haben das Raster sehr knapp hier gesetzt. Oder man nimmt eben eine Zange. Und ich nehme einfach mal eine Zange jetzt hier. Ich schauen wir das einfach mal hier an, wie weit das ungefähr abgebogen werden muss. Also ich lege das Bauteil hier so ran und dann gucke ich in etwa, wo es abgebogen werden muss, einmal so lang. Und dann, na, nicht scharf, einmal so lang. Ich kann das leider an der Kamera so schlecht machen. Also ich habe also grob abgebogen und hoffe jetzt, dass es passt. Und wenn man das hier dann einsetzt, dann sieht man, dass es passt. Also wer richtig gut ist, der kann das auch mit der Zange locker abbiegen. Hier mache ich es auch so, jede Diode einzeln. Ich drehe erstmal um. Ich biege immer etwas ab, damit mir das Bauteil nicht rausfliegt, dann schneide ich das ab, das Beinchen oder die Beinchen, so auf so 2 mm in etwa, so in etwa, dort und dort, auf diese Höhe. Jetzt kann es mir auch nicht rausfliegen, richtig rum ist er. Und dann kann ich es auch anlöten. Gleiches Prinzip, zuerst ein Beinchen, dann ein bisschen drunter halten. Noch mal ein bisschen ansetzen, dass das Bauteil nachher wirklich auffliegt. Und kann ja noch mal versuchen rein zu zoomen. Dann sieht man leider nicht so gut. Dort hier noch mal das zweite Beinchen
anlöten und so werde ich es jetzt mit jeder von diesen Dioden machen. So, die 8 Dioden sind angelötet hier, jeweils 4 auf der Seite und ich habe auch noch diese Verpolschutzdiode, die 9 angelötet, das ist hier die 1 in 4001. Als nächstes ist es laut Anleitung der Jumper 1 anzulöten, das ist hier JP1, das ist diese zweipolige Stiftleiste im Prinzip. Und die setzt man natürlich ein, ist relativ lose, wackelt also hin und her. Beinchen dort kann man gar nicht abschneiden, die sind also schon sehr kurz. Deswegen muss man hier auch festhalten, bisschen ja, vorsichtig sozusagen dann hinlegen. Wie gesagt, ich habe im Moment keine dritte Hand oder eine andere Hilfe. Und dann auch erst ein, jetzt ist es mir rausgefallen, wie man sieht, schon kurz gewackelt. Also nochmal, hier, wo war es? JP1 hier. Dann festhalten, nicht mehr wackeln und dann eine Seite anlöten, so und dann mal gucken, ob das Ding schief ist. Also es geht gerade so, ansonsten nochmal nachjustieren. Ich muss ganz kurz mal die Kamera, ich werde mal rauszoomen, damit ich da hier näher rangehen kann. So, also hier sieht man erstmal nur einen Pin angelötet und ich gucke jetzt nach allen Seiten, ob das Ding irgendwie gerade ist. Huch, wo ist jetzt hier die Kamera? Dort. Ja, also ob diese zwei Pins einigermaßen gerade sind, dann auch nochmal hier eventuell mal von hier drücken, mal rangehen mit dem Lötkolben, dass es ja einfach nochmal gut aufliegt und dann kann jetzt auch der zweite Pin angelötet werden. So, damit ist der dann hier eben auch verlötet dort. Als nächstes soll laut Anleitung die D12 eingelötet werden. Und zwar ist es eine zweifarbige LED. Das ist diese hier. Und dort ist ein sehr kurzes Bein. Und dieses sehr kurze Bein, das muss in das quadratische Pad. Jetzt muss ich die LED erstmal finden. Die LED befindet sich hier neben dem Resonator. Dort sieht man das nochmal. D12, da ist auch das quadratische Pad. Hier auf der rechten Seite. Und das kürzeste Bein laut Anleitung muss also in das quadratische Pad. Also muss es hier so rein und da würde ich persönlich, weil es direkt bis nach unten geht, das nicht so anlöten. Ich würde also ein bisschen die LED rausgucken lassen und das ist natürlich jetzt schwierig, das zu halten. Ich werde es dann so machen, ich lege es einfach hin und rechts und links von der Leiterplatte werde ich mir so kleine, ja, so eine kleine Stütze sozusagen machen, hier vielleicht mit einer Klammer oder so, dass es etwas höher liegt, die Leiterplatte, also dass die Leuchtdiode nicht ganz bis ganz nach unten dort reingedrückt wird. Wie man sieht, habe ich jetzt hier unter der Leiterplatte einfach eine Klammer gelegt, eine ganz normale Wäscheklammer, so dass die Leiterplatte etwas höher liegt. Und ich werde jetzt einfach mal hier die Leiterplatte so ein bisschen runterdrücken und zumindest ein Beinchen erstmal anlöten von der LED und dann auch die LED erstmal ausrichten. Die ist also noch ein bisschen schief drin und dann natürlich die Beinchen kürzen und nochmal nachlöten. Also hier werde ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen die Leuchtdiode ausrichten, dass sie ein bisschen gerade steht. So, jetzt ist sie eigentlich in beide Richtungen okay und jetzt werde ich nochmal die Beinchen abschneiden, bevor ich praktisch die nochmal nachlöte. Mal gucken, nochmal reinzoomen. Das ist also jetzt da diese Stelle. Und da löte ich einmal die Beine an, die noch nicht angelötet waren.
Und hier gehe ich einfach nochmal kurz mit dem Lötkolben ran. Die nächsten Bauteile, die hier eingelötet werden sollen, sind Kondensatoren, und zwar C2, 3, 4 und 5, jeweils 100 Nano. Ich habe die hier schon mal hingelegt, also die mit dem Label 104, 100 Nano, die kommen also jetzt dran. Ja, C2, 3, 4 und 5. Und da muss ich auch erstmal gucken, hier wo die sind. Man sieht, ich habe sie hier mal eingesetzt, sind diese drei und der dort. Und gleiches Verfahren, ein bisschen umbiegen. Hier Beine dann abschneiden zuerst und dann anlöten. Das werde ich immer machen. Also zunächst hier oben mal den. Den zweiten hier. So, und jetzt kann ich es auch anlöten. Auch hier löte ich nur ein Beinchen an. Erstmal. Und werde die hier ein bisschen nachsetzen, also die hängen vielleicht ein bisschen sehr in der Luft. Also hier nochmal ein bisschen mit dem Lötkolben ran, ein bisschen reindrücken und bei den anderen auch. So, wo ist der jetzt hier? So, auf der Seite. Und hier ist noch einer. Mal kurz kontrollieren, ob die einigermaßen drin sind. Ja, ich denke mal schon. Und dann auch das andere Beinchen natürlich anlöten. Als nächstes sind die 4,7 Nano keramischen Kondensatoren dran. Das sind die mit dem Label 472, die kleinen, C6 und 7. Da auch wieder erstmal suchen, wo die sind. Ich sehe, C6 ist hier. Auch hier wiederum ein bisschen umbiegen, nicht viel. Und wo ist C7? Da in der Ecke, hier an den Tastern, da ist der C7. Doch hier wieder erst abschneiden und dann anlöten. So, die sind jetzt dran. Und als nächstes geht es weiter mit den Transistoren WC327. Die Transistoren sind ja Teil der beiden H-Brücken, die hier drauf sind, nämlich einmal hier auf der Seite und auf der. Und da ist jetzt T1, 3, 5 und 7 ist der WC327. Und den packt man einfach hier so rein, richtig herum vom Gehäuse. Das sieht man ja im Prinzip schon. Beinchen würde ich jetzt vorher nicht verbiegen, das kann man machen. Ich mache es jetzt aber nicht. Ich setze ihn jetzt so ein, sodass er so ungefähr jetzt drin ist, der Transistor.
Also nicht ganz runterdrücken, ein bisschen Luft lassen und vor allem auch nicht vertauschen mit den BC337. Ich löte als erstes erstmal die BC327 an. Hier sieht man jetzt den ersten Transistor angelötet, BC327, einigermaßen gerade, sodass ich jetzt auch die anderen Transistoren dann einlöten kann. Wenn man hier die Transistoren einlöten will, also hier an dieser Stelle, sieht man sehr deutlich, dass die Pads da sehr klein sind. Also da muss man sehr vorsichtig rangehen, natürlich nicht zu viel Lot nehmen und auch, ja, wenn es geht, eine relativ dünne Spitze, wenn man die Möglichkeit hat. Also diese Pads für die Transistoren sind doch sehr klein. Das vielleicht nochmal als Hinweis dazu. Auch hier wieder das gleiche Verfahren. Man sieht es hier, ich habe also ein Beinchen angelötet und den Transistor ausgerichtet. Und danach werden die anderen Beinchen angelötet, also dass es nachher ein bisschen schön aussieht und nicht zu krumm und schief. Als nächstes werden nun die Widerstände eingelötet und man fängt hier an mit einem Kiloohm. Also hier so ein Widerstand braun, schwarz, rot, gold. Das ist also ein Kiloohm. Und die Sache bei dem Azuro ist die, alle Widerstände sind hier stehend. Oder werden stehend montiert, das sieht man hier an dem Symbol. Also bei R16 hier zum Beispiel, dort sieht man eben, das ist... Der ist stehend, also alle Widerstände sind stehend montiert und dadurch muss man die natürlich vorher mal einfach nur umbiegen. Und zwar so, wenn man das jetzt gut machen will, dass man den Code sozusagen von oben nach unten liest. Ich will das einfach mal nur zeigen. Also man nimmt eigentlich nur den Widerstand und biegt ihn eigentlich hier nur so vorsichtig um. Nicht zu hart, dass so eine Rundung dort entsteht. Und ich habe jetzt zum Beispiel R1, den müsste ich hier auch erstmal nochmal suchen. Hier in der Mitte ist er, sehe ich gerade. Dort ist R1. Ich muss es mal umdrehen, damit man es sieht. Dort ist R1. Und dann passt also hier der Widerstand rein. Dort ist er zu sehen. 1 Kiloohm. Auch hier wieder natürlich erst ein bisschen umbiegen, dass er nicht rausfällt. Beine abschneiden und dann anlöten. Das ist sehr viel Arbeit, man muss da wirklich sehr genau gucken, dass man wirklich den richtigen Widerstand erwischt und natürlich an der richtigen Stelle einsetzt, weil natürlich sonst die Schaltung eventuell nicht funktioniert oder im schlimmsten Fall auch irgendwas kaputt gehen kann. Und so kann man jetzt nach und nach die Widerstände einlöten. Man kann natürlich jetzt Folgendes machen, man nimmt erstmal alle Widerstände, setzt sie so ein und dreht es dann um. Dann hat man aber auf der Rückseite sehr, sehr viel Draht sozusagen von den Widerstandsbeinchen, der da stört, den man natürlich erstmal abschneiden muss. Ich werde das hier ganz in Ruhe nach und nach anlöten und dann weiß ich auch, dass es dann auch wirklich an der richtigen Stelle ist. Und ja, also ich werde jetzt wirklich jeden einzelnen Widerstand nach und nach anlöten mit dem gleichen Verfahren, abschneiden der Beinchen bis auf 2 mm und dann einfach anlöten. Die 1 Kiloohm Widerstände sind eingelötet und zwar sind es die Widerstände hier, diese 4 Stück, dort, also direkt vor den Transistoren und noch 2 Widerstände hier für die Leuchtdioden. Als nächstes kommen 2 Stück 220 Ohm. Die beiden 220 Ohm Widerstände, die befinden sich einmal hier einer, R16, da ist R9. Und weiter geht's mit 4 Stück 470 Ohm. Die 470 Ohm sind an dieser Stelle ist einer, R17, R22 dort, dann hier drüben R31 und R10. So, und als nächstes geht es dann weiter mit R11 und da wird an Stelle eines 100 Ohms eine Induktivität mit 10 Mikrohenry eingebaut. Und zwar ist es hier in dem Plastik verpackt, hier dieses,
grüne Bauteil ist eine Spule und kein Widerstand mit dem silbernen Ring. Und die kommt jetzt da rein, wo R11 normalerweise hinkommt. Die 10 Mikrohenry Spule befindet sich jetzt direkt hier an der Nase, praktisch von dem IC1. Da ist die jetzt eingelötet. Jetzt geht es weiter mit ein paar einzelnen Widerständen. Das nächste wäre ein 12 Kilo Ohm Widerstand. Und zwar ist es R12. Bei diesen 12 Kilo Ohm und auch bei anderen Widerständen ist es jetzt so, dass das 1%ige sind. Und da ist der Farbcode etwas anders. Ich will es mal kurz zeigen. Also das ist hier der 12 Kilo Ohm. Braun, rot, schwarz, rot. Das wäre also 12 Kilo Ohm. Da muss man also genau aufpassen, dass man jetzt da den richtigen Widerstand erwischt. Wenn nicht, also wenn man den Farbcode nicht gut erkennen kann, dann unbedingt mit dem Multimeter nachmessen. Dieser R12 befindet sich hier an dieser Position, dort. Und weiter geht's mit R13, ist daneben ein 10 Kilo Ohm, ebenfalls mit 1% Toleranz. Hier ist jetzt der 10 Kilo Ohm zu sehen, braun, schwarz, schwarz, rot. Braun ist dann der Toleranzring und das wäre jetzt R13. Weiter geht's mit R15 und 22 Kilo Ohm Widerstand. Und zwar ist der einmal hier zu finden, R14, und einmal hier drüben R15. Die beiden 20 Kilo Ohm Widerstände sind normale Kohleschichtwiderstände, rot, schwarz, orange und gold, zwei Stück davon an die entsprechenden Stellen. Die nächsten beiden Widerstände, die eingelötet werden sollen, sind 4,7 Kilo Ohm Widerstände, zwei Stück, nämlich R18 und R20. Und einer von denen ist hier, R18, und R20 ist dort und ist auch normale Kohleschichtwiderstände mit der Markierung gelb, lila, rot und dann der Toleranzring. Also das ist jetzt hier der 4,7 Kilo Ohm. Zwei Stück dann an die entsprechende Stelle einlöten. Als nächstes wird ein 1 Mega Ohm Widerstand eingelötet, das R23. Der befindet sich dort und der sieht eben so aus, braun, schwarz, grün. Das ist der 1 Mega Ohm, der wird jetzt da eingelötet. Als nächstes wird dieser 1 Kilo Ohm mit 1% eingelötet, also braun, schwarz, schwarz, braun. Und der befindet sich hier neben der zuvor eingelöteten Spule. Da ist R24. Als nächstes werden nach manuell 3 Widerstände eingelötet mit 2 Kilo Ohm, und zwar R25, R26 und R32. Die sind hier auf dieser Seite. Man sieht es hier, R25, R26 und dort R32. Und aussehen tun die so. Farbring rot, schwarz, schwarz, braun. Das sind also 2 Kilo mit 1%. Ich habe jetzt 2 von 3 2 Kilo Ohm eingelötet, hier wie man sieht, und R32 fehlt, weil es ein Widerstand sozusagen fehlt. Also der war nicht dabei. Den habe ich hier jetzt mal so nicht gefunden. Entweder finde ich den nachher nochmal, also der Bausatz ist hier nicht vollständig, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich gehe trotzdem erstmal weiter mit R27 und 8,2 Kilo Ohm, und zwar ist das, ich muss direkt mal gucken, ist das der hier? Ne, das ist er nicht. Das ist er hier. Hier ist der 8,2 Kilo Ohm, der sieht so aus. Grau, rot, schwarz, braun. Und das ist R27, der kommt hier direkt neben den Taster. Dort kommt also dieser 8,2 Kilo Ohm rein. Als nächstes wird R28 eingelötet, der befindet sich dort, und zwar ist es ein 16 Kilo Ohm Widerstand, der sieht so aus, braun, blau, schwarz, rot, 16 Kilo Ohm für R28.
Als nächstes wird ein 33 Kilo Ohm eingelötet. Es ist dieser hier, orange, orange, schwarz, rot. Und zwar ist das R29 und der sitzt hier auf der anderen Seite von diesen Tastern. So, der letzte Widerstand, der eingelötet werden soll, ist ein 68 Kilo Ohm. Das ist dieser hier. Blau, blau, grau, schwarz, rot, 68 Kilo Ohm und der kommt hier rein bei R30. Nun bin ich mit den Widerständen durch und jetzt kommt als nächstes C1 und C8. Das sind hier die 220 μ Elkos und die kommen hier rein an den Stellen, die sieht man eigentlich schon dort. Auf die Polarität muss man natürlich achten. Minus ist auf dem Elko gekennzeichnet, Plus ist auf der Platine gekennzeichnet. Also richtig herum rein tun. Ich mache jetzt gleich beide mal rein. Plus ist auch hier das längere Beinchen dann in der Regel. Und immer das gleiche Verfahren. Da auch dann darauf achten, dass natürlich die Elkos einigermaßen gerade drin stehen und auch auf der Leiterplatte aufliegen. Das nächste Bauteil, was laut Anleitung eingelötet werden soll, ist das IC2. Das ist hier der Infrarotempfänger, also hier dieses Modul. Und zwar so, dass natürlich der Empfänger nach oben zeigt. Da ist ja eine Beule drin, also die zeigt nach oben. Das heißt, man muss den auch erstmal noch umbiegen. Ich werde das einfach hier mit der Zange tun. Direkt hier ansetzen und dann einmal rum. Wenn es nicht ganz 90 Grad ist, macht es nichts. Dann kann man das, wenn er nochmal drin ist, hier in der Leiterplatte nochmal ein bisschen weiter umbiegen. Und dann setzt man den einfach hier so rein. So. Und den kann man durchaus so machen, dass der gut aufliegt. Also, dass der gerade aufliegt. Und dann kann man den auch wiederum anlöten. Also vorher wieder abschneiden, die Beinchen. Alle drei. Diese Länge, der kann natürlich jetzt durchfallen, deswegen halte ich ihn mal ein bisschen fest und werde hier ein bisschen Lötzinn nehmen und ein Beinchen erstmal anlöten, nochmal ein bisschen ausrichten. Also genau, wie gesagt, das gleiche Verfahren eigentlich bei allen Bauteilen. Jetzt gucke ich hier nochmal, drücke hier ein bisschen, mache hier ein bisschen warm an der Stelle. Ja, liegt aber gut schon auf und jetzt kann ich die anderen Beinchen von dem Empfänger auch anlöten. Gut, das ist dran. Das nächste Bauteil, was ich jetzt hier anlöte, laut Anleitung, ist hier D10. Dort, das ist hier die Infrarotleuchtdiode, die hat hier dieses schwarze Gehäuse, die hat auch eine flache Seite und die flache Seite musste natürlich auch wie im Bestückungsdruck dort so sein. Das heißt, der positive Anschluss ist jetzt hier in dem Fall nach unten und so kommt die dann rein und die sollte laut Anleitung auch aufliegen, ein bisschen umbiegen, wie gesagt, also ein ganz bisschen nur und dann wiederum nur ein Beinchen anlöten und dann das zweite. Als nächstes werden Fototransistoren aufgelötet und zwar hier bei dem Getriebe. Also hier kommt ja das Getriebe rauf und hier ist also T12 und auf der anderen Seite ist T11. Und diese Fototransistoren sind farblos. Ich will das mal kurz zeigen. Im Gegensatz zu den Infrarot-LEDs, also ich habe jetzt hier beide und man sieht, hier, das ist die Infrarot-LED, die ist so ein bisschen rosan und der Fototransistor ist farblos. Also den farblosen sozusagen nehmen, der hat auch eine Empfangsseite, da ist eine Beule drin, wie man sieht. Und die geht nach außen jeweils. Und die löte ich so an, dass sie auch dann beide auf der Leiterplatte aufliegen. Also der Fototransistor und auch die Infrarot-LED.
LED sollen auf der Leiterplatte aufliegen, natürlich dann immer in die richtige Richtung zeigen. Man sieht es hier auch auf dem Board, diese Sendeempfängergeschichten, wie die jetzt aufzulöten sind. So, man sieht jetzt hier T12 aufgelötet, in diese Richtung zeigend, auch in alle Richtungen mal kontrolliert, dass das einigermaßen gerade ist, und hier auch T11. Und jetzt kommen die Infrarot-Leuchtdioden da noch dazu. So, hier sieht man nun die vier Bauteile angelötet. Dort. Und als nächstes folgen die Bauteile D15, D16. Das sind die beiden Leuchtdioden hier. Das sind zwei rote Leuchtdioden. Da auch nochmal drauf achten. Die haben eine abgeflachte Seite hier am Gehäuse. Das ist in der Regel die Kathode, also Minus. Und dementsprechend dann auch hier auf die Leiterplatte richtig herum anlöten. So, die beiden roten LEDs habe ich angelötet. Ich habe ein bisschen Luft gelassen nach unten und habe es auch natürlich ein bisschen ausgerichtet, dass sie eben einigermaßen gerade dort drin sind. Und dann gibt es noch drei Bauteile, nämlich hier vorne. Huch, muss ich das umdrehen, hier. Allerdings werden die von der Rückseite bestückt, nämlich T9, T10 und D11. Die braucht man dann, wenn man jetzt zum Beispiel da eine Linienverfolgung machen will mit dem Roboter, dann hat man hier diese Sende- und Empfangsdioden, die kommen da also jetzt noch mit rein. Auch hier muss man natürlich auf die Polung achten. Ich zoome mal hier ein bisschen rein nochmal. Und auch hier haben die Fototransistoren T9 und T10 eine abgeflachte Seite, das ist also Minus, das kurze Bein ist also jetzt hier auf der linken Seite, und hier auf der Seite ist Plus, dort ist Minus, und die sollen laut Anleitung auch ein bisschen abstehen, also auch nicht komplett runterdrücken, sondern ein bisschen abstehen lassen von der Leiterplatte, und dann können die angelötet werden. So, man sieht jetzt hier den ersten Fototransistor, wie ich ihn angelötet habe. Eben nicht bis nach unten gedrückt, sondern so ein Stück von der Leiterplatte ab. Und wenn man jetzt so eine Linienverfolgung programmiert, dann muss man gucken, ob das eben so passt. Aber ich hoffe schon. Und so sieht es aus. Und jetzt kommt der andere Fototransistor noch ran. Und diese rote Leuchtdiode D11, die muss ja auch noch mit rein. So, auch diese drei Bauteile habe ich hier angelötet, wie man sieht. Ich zeige das nochmal. Und auch nochmal so, einigermaßen gerade. Und als nächstes geht es dann wohl weiter, laut Anleitung, mit den elektromechanischen Bauteilen. Bevor ich damit beginne, kurze Info nochmal. Ich hatte hier das Problem mit dem einen 2 Kilo Ohm Widerstand, der ja offenbar fehlte. Allerdings war das mein Fehler, denn ich habe einen Ring falsch abgelesen. Und dadurch hat sich da ein Fehler eingeschlichen bei mir. Und zwar ging es darum, dass ich bei dem R24 hier dort diesen 2 Kilo Ohm eingesetzt habe, weil ich den braunen und den roten Ring nicht gut unterscheiden konnte. Ich habe das erst gesehen, wo ich mir das Video mal kurz vorher nochmal angeguckt habe. Und man sieht also jetzt hier, der R32 ist auch drin. Bauteilesatz ist doch komplett. Und jetzt geht es weiter mit dem Schalter, der ja noch drauf ist. Bei dem Schalter ist eventuell so, dass man da Hilfe braucht. Ich versuche es hier zu halten, den Schalter auf der Rückseite sozusagen, und dann hier erstmal so einen Pin angelötet, grob. Und jetzt gucke ich, ob der gut drauf liegt, der Schalter. Und gleiche Methode, ich drücke ein bisschen. Erst damit gerade, und dann die anderen Pins kann ich danach dann gleich anlöten. Im nächsten Schritt geht es um die Motoren. Die müssen erstmal vorbereitet werden. Man sieht hier bei den Motoren hier so einen roten Punkt, und dort kommt ein Stück Rotlitze ran. Hier kommt die schwarze ran. Das liegt auch in dem Bausatz mit bei. Das ist relativ einfach. Ich werde noch mal ein bisschen Lötzinn auf die beiden Lötstellen jeweils geben. Und dass da genug drauf ist, dann kommt hier die rote Litze einmal ran, ein bisschen abkühlen lassen,
Hier auch, hier drüben. Und auf der anderen Seite dann die schwarze. So. Damit sind die Motoren hier erstmal vorbereitet und jetzt können sie auf die Platine, ja, also auf der Platine befestigt werden und da angelötet werden. Es wird dabei empfohlen, jetzt die Litze hier zu verdrillen. Sieht ganz gut aus. So ein paar Mal. Und bei dem anderen Motor dann auch. Mal einfach so drehen, ein bisschen. Und jetzt werden die auf der Platine ja verlötet. Und zwar gibt es hier dann für den Motor jeweils einen Ausgang. Achso, nee, hier ist der Anschluss. Einmal Motor links, ML links. Also Motor links plus, Motor links minus. Und auf der anderen Seite auch Motor rechts plus und Motor rechts minus. Und da kommt das nun ran, entsprechend der Farben. So, man sieht jetzt hier, die rote Litze geht an Plus, die schwarze an Minus. Das ist auch ein bisschen fummelig, das festzuhalten. Ich muss es ja noch umdrehen und dann anlöten. Also da gegebenenfalls auch eine zweite Person zur Hilfe zu nehmen. Oder dann hier irgendwie vielleicht sogar festzukleben, so einen Moment. Ich versuche es mal so, ich drehe es also so um und versuche das dann jetzt so anzulöten. So, ich kann es noch so halten einigermaßen. Und jetzt löte ich das einfach hier an. So ist es dran. Genau, also so. Jetzt der eine Motor dran ist natürlich noch lose und der andere wird dann genauso angelötet. Als nächstes werden die Motoren auf der Platine erstmal provisorisch fixiert und zwar hier mit Kabelbindern. Dazu zieht man erstmal die Kabelbinder so durch, dass das Kabelbinderende, hier der Kopf, auf der Unterseite bleibt. Und dann geht man hier einmal durch. So, dann kann man den durchaus schon mal schließen in einer Position, natürlich nicht komplett zu. Und das macht man mit allen vieren Kabel, also mit allen vieren Kabelbindern, die ja im Bausatz vorhanden sind. Und danach kann man dann die Motoren da reinlegen und dann fixieren. So liegen jetzt die Motoren erstmal hier lose drin. Und jetzt werde ich die Kabelbinder etwas zuziehen, also nicht komplett, sodass sie erstmal hier nicht mehr rausfallen, die Motoren. So sieht es jetzt in etwa aus. Ich habe also ein bisschen zugezogen, ist nach wie vor lose, also nicht komplett fest. Und jetzt wird das Getriebe sozusagen raufgesetzt. Und dann kann man nachher die Motoren auch dann fest anziehen, damit die nachher leicht laufen. Als nächstes werde ich die Getrieberäder und die Räder an sich hier montieren. Bei den Zahnrädern gibt es zwei Unterschiede. Man sieht es dann, wenn man die hier mal so gegeneinander hält. Hier bei dem... wo ist jetzt die Kamera? Hier ist er. Na. Bei dem auf der rechten Seite hier, da ist das Ritzel in der Mitte kleiner. Das ist das Zahnrad, was hier rankommt. Und das mit dem großen Ritzel hier in der Mitte, das ist dafür da, um das Rad hier zu halten. Ich kann es mal kurz zeigen. So. Deswegen ist es so, bevor man jetzt hier diese beiden Zahnräder anbringt, müssen auch noch hier die Scheiben raufgeklebt werden, die Kodierscheiben, nachher, wo die Sender und Empfänger sozusagen die Drehzahl messen können. Die kommen also noch vorher rauf, die müssen also hier raufgeklebt werden. Wie gesagt, darauf achten, dass man hier nicht die falschen Zahnräder nimmt, sondern die beiden, wo dieses kleine Ritzel sozusagen kleiner, das kleinere ist. Das heißt, ich werde das erstmal jetzt raufkleben, hier die beiden Scheiben. Die beiden Kodierscheiben habe ich hier raufgeklebt, die kommen jetzt also hier auf die kurzen Achsen rauf. Dann kommt hier die Kombination aus Zahnrad und normales Laufrad auf die lange Achse rauf.
Und am Ende werden hier die Räder mit diesen Stellringen festgemacht. Aber natürlich so, dass sie leicht laufen. Dazu gibt es auch einen Inbus, der dabei ist. Die kommen einfach hier rauf, sodass die Räder nicht abfallen. Für diese Stellringe, da ist auch so eine Mahnschraube dabei, die kann man erstmal reindrehen. Und jetzt kann ich das Ganze hier mal hochhalten, in der Hoffnung, dass das dann hier schon reingeht. Das geht hier nicht rein. Offenbar habe ich die Mahnschraube schon zu weit reingedreht. Nee, das passt einfach nicht. Ach, so rum. Okay, also so rum passt es. Es wackelt jetzt noch ein bisschen, ist noch zu viel Spiel. Das heißt, ich muss die nochmal ranziehen ein Stück, aber so muss das im Prinzip ran. Hier ist mir abgefallen, ist nochmal das Zahnrad. Muss ich hier nochmal rauf. Und hier das Gleiche. Ja, das ist besser. Also muss ein bisschen ja, einrasten zwar nicht, aber zumindest merkt man schon, dass es dann gut sitzt. Also hier auf der Seite ist es besser. Es geht leicht. Ja, hat ein bisschen ganz wenig Spiel nur, ne? Das ist wichtig. So, und hier auch nochmal. Noch ein bisschen weiter runter drücken. Das muss man so also ein bisschen ausprobieren. Aber hier genau das Gleiche. Bisschen mehr Spiel, aber ich denke mal, es spielt keine Rolle. Leicht geht es auch. Und jetzt kann man die Motoren so fixieren, dass sie natürlich damit reingreifen. Und dann sollten die auch ja, sich da gut drehen. Wichtig ist dabei, dass hier das Ritzel vom Motor auch in der Mitte vom Zahnrad ist. Also nicht irgendwie so oder so, sondern in der Mitte auf beiden Seiten. Und dann ist das von der Mechanik her erstmal ganz okay. So, die Motoren sind auch fixiert. Ich zeige mal, wie es sich dreht. Also, es läuft leicht auf beiden Seiten. Und wichtig an der ganzen Geschichte ist, man muss die wirklich hier ziemlich stark anziehen. Also man nimmt eine Zange und zieht hier an den Kabelbindern, richtet das hier gleichzeitig aus, den Motor. Wenn das jetzt alles nicht so gut hält, dann würde ich hier einfach mal ein bisschen Heißkleber drauf machen, dass das da noch mal ein bisschen fixiert ist. Es sollte aber erstmal so halten. Und jetzt kann man natürlich hier auch die Kabelbinder, die Reste abschneiden. Zum Schluss muss noch der Batteriehalter hier angelötet werden, dort an Bat Plus und Bat Minus, so wie ich es hier schon gemacht habe. Da auch wie bei den Motoren festhalten, umdrehen und dann anlöten. Der Batteriehalter wird mit einem großen Kabelbinder nachher festgehalten, mit dem hier, den man auch dann später öffnen kann, wenn man jetzt die Batterie tauschen will. Nun werden die ICs natürlich eingesetzt. Dabei darauf achten, dass man das CMOS IC nicht so oft mit den Fingern an den Beinchen berührt, wegen der statischen Entladung, und die Beinchen ein bisschen biegen, gerade biegen. Die sind meistens etwas schräg und dann setzt man es so ein, dass man zunächst erstmal hier so ansetzt, dass praktisch alle Pins dort ja, vorfixiert werden. Und dann kann man es wirklich mit einem Druck so reindrücken. Dann kann man da ziemlich sicher sein, dass das alles gut kontaktiert. Natürlich richtig herum, ganz wichtig. Und bei dem Mikrocontroller natürlich genau das Gleiche. Hier mal kurz ansetzen. Schauen, dass alle Beinchen dort in die richtige Richtung zeigen und dort ja, reingehen. Im Moment tut es hier noch nicht. So. Jetzt sind also alle Beinchen dort in der richtigen Richtung. Nicht, dass da eins abknickt oder so. Und jetzt kann man einfach hier einmal reindrücken. Das geht bei dem Großen natürlich wesentlich schwerer. Aber so ist es dann auch richtig drin. Es muss also richtig reingedrückt werden einmal. Hier fehlt noch was. Okay, auf der Seite. Gut, also so müsste es passen. Auf dem Atmega 8, der ja hier drauf ist,
ist eine Demo-Software drauf und die kann man testen, indem man jetzt hier diesen Transceiver mal rauflegt, der also dann die Daten empfängt. Und ich schwenke jetzt mal auf das H-Terminal um am Rechner und schalte dann den Roboter mal ein. Ich habe jetzt hier die Software H-Term und der Transceiver hier, der blaue, der hängt jetzt an USB 0. Ich arbeite hier unter Linux Mint. Baudrate ist 2.4 bei 8N1 und ich schalte jetzt mal den Roboter einfach ein. Und dann wird man gleich sehen, dass er dort einen Test macht, einen LED-Test. Und man sieht es hier vielleicht, er schaltet LEDs an und aus. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sieht. Dann kommt ein Line-Test. Da kann man, glaube ich, hier mit den Sensoren unten gucken. Ich weiß jetzt nicht, das geht hier leider im Moment nicht. Da ist wahrscheinlich jetzt hier das Licht zu stark, was hier leuchtet. Ah ja, da hat man es gesehen, da ein bisschen auf der Seite. Jetzt kommt ein Switching-Test und jetzt kann ich hier mit den Schaltern verschiedene Aktionen starten, Motor einschalten und auch verschiedene andere LEDs einschalten. Also hier jetzt die grüne, die rote und so weiter, um zu gucken, ob das alles richtig verbunden ist. Jetzt gibt es gleich noch einen weiteren Test. Ich weiß jetzt nicht genau, Odometrie, also die Geschwindigkeitsgeschichte. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ah ja, Odometrie-Test, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das gehen soll. Ob man hier irgendwas drehen muss, das weiß ich jetzt nicht genau. Und dann kommt noch ein weiterer Test. Das dauert immer einen Moment. Motortest, man hört schon, die Motoren werden getestet. Jetzt erst der linke Motor hier in beide Richtungen, jetzt der rechte Motor. Dann beide Motoren. Serial-Test, TTT, weiß jetzt nicht, was er damit noch bezweckt und auch, ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt dauert, ob man das unterbrechen kann jetzt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist so diese Demo-Software, die hier auf dem Asuro schon drauf ist und die man durchaus einfach mal testen sollte, um sicher zu sein, dass alles richtig letztendlich funktioniert. Man kann jetzt auch zum Schluss den Tischtennisball hier ankleben, also die Hälfte von dem. Bevor ich das mache, werde ich ein bisschen reinigen, die Leiterplatte von unten, und zwar hier mit Isopropanol. Und da braucht man einfach nur ein bisschen zu sprühen, ganz wenig. Und dann einfach mit dem Pinsel hier immer wieder mal lang gehen, sodass dann die Leiterplatte gereinigt wird und dort Reste vom Löten noch wegkommen. Und zwar so, dass man immer die Sachen wegstreicht von der Leiterplatte. Dann ist es eigentlich soweit ganz okay. Okay, zum Schluss will ich nochmal kurz Zusammenfassung bringen hier über diesen Bausatz. Der Bausatz ist für Anfänger sehr anspruchsvoll und für Leute, die schon gut löten können, auch anspruchsvoll. Einfach aus dem Grund, weil unheimlich viele Teile anzulöten sind. Man muss sauber löten. Die Pads auf der Leiterplatte finde ich persönlich ein bisschen klein. Was ich auch nicht gut finde, ist, dass die Leiterplatte eben vergoldet ist und nicht verzinnt. Das Anlöten der Achsen ist nicht ganz einfach. Da braucht man auf jeden Fall für einen Anfänger auf jeden Fall Hilfe. Und was mir auch so ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, ist, das ist jetzt praktisch ein fertiges Produkt. Und ich habe eigentlich kaum Möglichkeiten, hier irgendein Modul aufzustecken. Also ich weiß, es gibt Module, allerdings verwenden die dann hier irgendwelche anderen Anschlüsse an der Seite noch irgendwie so ganz komisch. Also es gibt jetzt nicht ein Modul, was ich hier raufstecke mit Bluetooth oder so, sondern das ist alles nicht ganz durchgängig, finde ich. Also leider. Also das hätte man vielleicht noch anpassen können. Man hätte es auch so machen können, dass man zum Beispiel bei den Widerständen, wiederum Thema Bestückung, hier nicht diese normalen Bedrahteten nimmt, sondern SMD-Widerstände, dass man mal SMD-Löten übt. Das sind so die Sachen. Ansonsten
denke ich mal, jetzt zum Programmieren, das ist sicherlich eine gute Sache. Was ich wirklich gut finde, ist hier mit diesem Transceiver, dass man hier praktisch kabellos dort die Software überträgt oder dann eben hier sehen kann im Terminal, was da so passiert. Mit dem Akku-Pack ist ganz gut. Man kann also hier mit dem Kabelbinder das auch wieder abmachen und die Batterien tauschen. Und ja, es ist kompakt, das Ding. Und es hat eigentlich auch ziemlich viel Spaß gemacht, das so zusammenzubauen. Das Video soll vielleicht da ein bisschen animieren dazu, mal wieder ein bisschen zu löten. Und mit diesem Asuro-Bausatz kann man da sehr viel löten. Man kann da sicherlich auch viel falsch machen, denke ich mal, aber aus diesen Fehlern lernt man ja. Und ich denke mal, auch für Anfänger, die sollten sich einfach mal da ransetzen an so ein Ding, vielleicht auch einen anderen Roboter. Aber das macht, denke ich mal, sehr viel Spaß. Und wenn man da Schritt für Schritt durchgeht, dann kommt man da auch zum Erfolg. Ja, das war es mal wieder hier, so ein kleines Löt-Video. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.